Auf der Kinderstation kümmern sich Dr. Magda Kauderbach und Schwester Andrea jetzt um eine 12-jährige Kampfsportlerin. Sie wurde von ihrer besorgten Trainerin in die Klinik gebracht. Auch die Eltern des Mädchens sind bereits informiert. Wir hatten gerade Training, Taekwondo-Training, und danach habe ich sie auf Toilette, hat sie Blut im Urin gehabt. Und Sie sind die Trainerin. Ich bin die Trainerin, ja. Genau. Ja. Ich habe auch direkt mal ein Foto gemacht. Ja, das war schlau, ja. Ah ja, das kann man ja, ja, das ist ja schon vielleicht deutlich zu erkennen, ja. Hast du vielleicht eine Periode? Nee, habe ich noch nicht. Hast du noch nicht, nee. Sicher nicht. Hast auch keine Beschwerden. Nee. Tut nicht weh beim Pipi machen. Okay. Ich habe jetzt gedacht, es könnte vielleicht vom Training kommen, dass sie vielleicht einen Tritt in den Unterleib gekriegt hat oder so. Ist ein Unfall gegeben? Nein, also ich kann mich jetzt nicht wirklich an was erinnern. Ist nichts passiert, also nichts hat dir keiner getreten, bist nicht gestürzt, ist so nichts passiert. Ganz normales Training wie immer, ja? Blut im Urin kann sehr ernste Ursachen haben. Das kann von Infektionen bis hin zu Nieren, Blasenstein oder Tumoren sehr viele Ursachen haben. Von daher muss man dann schon alles genau abklären. Du sagst mir Bescheid, wenn dir irgendwas weh tut, ja? Ich hier so fühle, tut nichts weh. Nein. Alles gut. Mir auch. Mhm. Perfekt. Im Blasenbereich auch nichts Schlimmes, alles gut. Wenn ich hier hinten ein bisschen klopfe, im Bereich der Nieren, tut da was weh? Nee, das tut auch nicht. Weh. Gar nicht gut. Bist du denn die letzte Zeit vielleicht mal krank gewesen? Vor ein paar Wochen hatte ich Halsschmerzen, dann musste ich so Tabletten nehmen. Hast du Tabletten genommen? Ja, aber dann war alles wieder gut auch. Ja. Und war es danach auch, hast du auch wieder weiter trainiert, also beim Training, nachdem sie das dann abgeschlossen hat? Ja, ich wusste auch gar nicht, dass sie krank war. Ist gar nicht so aufgefallen. Nee, es war nur, dass sie in den letzten zwei Wochen sehr heftig trainiert hat. 37,9. Weil die erhöhte Temperatur auf eine Entzündung hindeutet, untersucht Dr. Magda Kauderbach das Mädchen noch einmal per Ultraschall. Doch der Bauchraum der 12-Jährigen ist unauffällig. Die Kinderärztin ist dennoch beunruhigt. Würde ich jetzt erstmal bei uns auf stationär aufgenommen werden? Weil wir müssen jetzt ja mal sehen, woran das liegt, dass du so Blut im Urin hattest. Wie lange dauert das denn? Naja, das kann ich dir im Moment noch gar nicht so genau sagen. Ich muss ja erstmal gucken, was in den Laborwerten, was da rauskommt. Ob da erhöhte Entzündungswerte sind oder ob irgendwas Auffälliges ist. Wir gucken mal, ob jetzt der Urin, wenn du den jetzt lässt, ob der nochmal blutig ist. Je nachdem, oder ob da Bakterien drin wachsen, das müssen wir erst alles noch mal klären. Deswegen kann ich es dir jetzt nicht genau sagen. Aber du hast ja erhöhte Temperatur, du hast einen erhöhten Blutdruck und du bist eben nicht richtig gesund. Deshalb musst du also jetzt sicherlich erst mal ein paar Tage bei uns bleiben. Aber ich muss unbedingt weiter trainieren. Das ist jetzt nicht möglich, du. Das geht auf keinen Fall. Also wenn man solche Symptome hat wie du, dann muss man erst mal das genau abklären. Also trainieren darfst du zurzeit gar nicht. Das ist für deinen Körper ganz schlecht. Die kleine Kampfsportlerin gibt sich geschlagen. Während Schwester Andrea sie in ihr Zimmer begleitet, sucht Dr. Magda Kauderbach ein Vier-Augen-Gespräch mit der Trainerin. Dabei interessiert sich die Kinderärztin vor allem dafür, was hinter dem sportlichen Ehrgeiz ihrer Patientin steckt. So. Ja, erzählen Sie doch noch mal kurz. Also sie ist jetzt doch sehr, sehr angestrengt gewesen. Ja, sie trainiert auch total heftig. Also kenne ich sie überhaupt nicht. In den letzten zwei Wochen hat sie so extrem Engagement, ja, gut, aber sie ist auch sehr heftig. Sie geht sehr heftig auf die Jungs drauf, trainiert viel, viel mehr als sonst. Mhm. So, dass man sie auch wirklich zurückhalten muss und jetzt ihr mal selber sagen muss, sie muss mal ein bisschen ruhiger werden. Ja. Sie ist sehr engagiert, mehr als sonst. Vielleicht können Sie sich das erklären, was jetzt da ist? Also so psychosomatisch, dass da irgendwie eine Richtung, also dass sie, sagen wir mal, sich jetzt eben versucht, irgendwie Aufmerksamkeit oder Zuwendung zu verschaffen, dadurch, dass sie so viel hat. Das fand ich schon auch etwas auffällig, als sie das so berichtet hat und habe dann eben auch schon an eine psychosomatische Komponente gedacht, habe gedacht, vielleicht muss sie irgendwas damit kompensieren, sei es familiäre Probleme oder sei es irgendwelche Ängste. Um das zu erfahren, muss die Ärztin dringend mit den Eltern der Kleinen sprechen. Doch die sind noch immer nicht eingetroffen. Die Mutter steckt im Stau und der Vater muss lange arbeiten. Bis zu deren Ankunft soll sich die 12-Jährige ausruhen. Doch daran hält sie sich leider nicht, wie Schwester Andrea wenig später feststellen muss. Ey, Mia, was machst du denn? Sit-ups. Wie Sit-ups? Die Frau Doktor hat doch gesagt, du sollst dich schonen. Wenn ich denn schon krank bin, dann kann ich ja wenigstens das machen. Nee, eher nicht. Du machst das schlimmer damit. Komm, jetzt, ich hab dir dein Abendessen gebracht. Leg dich vielleicht erst noch mal hin. Also das ist mir jetzt gerade ein bisschen komisch, dass du hier so krass Sport machst. Warum musst du das jetzt hier machen? Also mein Vater, der hat halt gedroht, dass wenn ich mich nicht jetzt endlich mal anstrenge und etwas mal auch zu Ende mache, dass ich dann halt aufs Internat muss. Aufs Internat? Okay.
Meinst du wirklich, der meint das ernst? Ja, der hat halt auch erzählt, dass er halt, dass sein Kumpel von der Arbeit, dass, also seine Tochter hat das halt auch nicht wirklich was zu Ende gemacht und hat sich nicht wirklich angestrengt. Und dann musste sie auch auf Internat gehen. Es kann manchmal passieren, dass Kinder gerade einer fremden Person mehr anvertrauen als den Eltern, weil die natürlich von uns als Pflegepersonal keinerlei Repressalien zu befürchten haben. Und das ist auch ganz schön, dass das so ist, weil dann können wir manchmal auch Missverständnisse aufklären oder auch schon mal die Rolle eines Vermittlers übernehmen. Doch um zu vermitteln, müssen beide Parteien anwesend sein. Während noch immer auf die Eltern der 12-Jährigen gewartet wird, braucht Schwester Andrea die Hilfe der Ärztin bei einem anderen Patienten. Der Junge wurde am Blinddarm operiert, zeigt jetzt aber eine ganz andere Auffälligkeit. Guck dir mal den Mund an. Hallo Jannik. Hallo. Ja, wie geht's? Gut. Was hast du denn mit deinem Mund? Nicht. Das ist unangenehm. So mehr auf der Zunge. Der Zunge brennt es ein bisschen, das um den Mund. Das sieht ja seltsam aus. Mhm. Mach mal den Mund weit auf. Mhm. Nachdem ich zu Jannik gerufen wurde, habe ich ihn ja im Grunde genommen nur kurz angeguckt und habe dann eine Schwellung und Rötung im Bereich der Lippen gesehen. Außerdem hat er über so ein Brennen im Bereich der Zunge geklagt. Und ja, das sprach jetzt weder für eine Infektion noch für einen Herpes. Da denkt man ja im Bereich der Lippen, Bänderbläschen oder so auftreten, auch immer dran. Sondern das war eigentlich relativ typisch für eine beginnende allergische Reaktion. Und du hast eindeutig keine Trauben gegessen, ja? Nee. Gar nichts. Hast du denn irgendwas anderes gegessen als das, was wir dir jetzt hier im Krankenhaus gegeben haben? Nee. Gar nichts? Mhm. Weißt du, für mich ist das wirklich wichtig, das ganz genau zu wissen. Weil wenn das eben eine allergische Reaktion ist, dann kann das ja sein, dass es auch weiter zuschwillt, weil du ja schon so ein komisches Gefühl auf der Zunge hast. Wir geben dir jetzt erstmal ein antiallergisches Medikament. Das ist schon mal, damit das nicht so schnell voranschreitet. Aber das wäre schon sehr, sehr wichtig, dass ich wüsste, wenn du irgendwas anderes gegessen hast. Überleg noch mal. Kann das nicht sein, dass du vielleicht doch irgendwas zu dir genommen hast, was wir dir nicht gegeben haben? Ja, ein bisschen. Was denn? Ein Stück Schokolade. Schokolade hast du gegessen? Okay. Wo kommt das denn her? Pass auf, nimm erstmal jetzt mal bitte kurz das Medikament. Das kannst du einfach runterschlucken. Das kannst du runterschlucken. Das ist eine Medizin gegen Allergie, genau, dass die schon mal wirken kann. Schmeckt ein bisschen eklig, ne? Aber das geht schnell vorbei. Ein Stück Schokolade. Okay, und wo hast du die Schokolade her? Ich habe gesehen, dass die welche im Schwesternzimmer gegessen hat. Ach stimmt, da haben wir ja. Ja, und da hast du, und dann hast du dir stimmt. die... Was war das für eine Schokolade? Traubenuss. Traubenuss, ne? Das erklärt ja natürlich, wieso du jetzt so eine allergische Reaktion hast. Hör mal, aber da wäre schon gut, wenn du fragen würdest, ne? Ja, aber ich darf nie zu Hause Schokolade essen und dann wollte ich halt die Chance ergreifen. Ach Mensch. Ach so, zu Hause darfst du gar keine Schokolade haben? Nee, ist ja auch meine Eltern sind streng. Okay. Janniks Eltern waren ja extrem streng und restriktiv mit der Süßigkeitenfreigabe. Von daher ist es schon sehr häufig so, dass die Kinder, wenn es dann die Gelegenheit sich ergibt, sofort ganz viel von süßen Sachen in sich hineinstopfen. Deshalb ist es auf jeden Fall nicht zu empfehlen, Kindern Süßigkeiten total zu verbieten, sondern es ist eher sinnvoll, mit ihnen eben abzusprechen, dass man kleine Mengen auch zu bestimmten Zeiten immer essen darf. Während sich der Junge schnell wieder von der allergischen Reaktion erholt, ist endlich auch ein Elternteil der kleinen Kampfsportlerin eingetroffen. Noch immer ist nicht klar, woher das Blut im Urin des Mädchens kommt. Die Ärztin hofft, dass die Mutter zur Aufklärung beitragen kann. Ja, sie hatte auch erzählt, dass sie vor einiger Zeit krank war und Medikamente einnehmen musste. Was war das denn eigentlich? Ach ja, sie hatte einen Racheninfekt durch Streptokokken und musste da Antibiotika nehmen. Sie war aber wieder gesund. Also es ist alles. Und sie hat auch die Antibiotika bis zum Ende eingenommen, genau wie verordnet. Also das ist alles richtig behandelt worden. Ja, dass man das zu Ende nehmen. Ja, das haben sie auch alles gegeben. Okay. Im Rahmen einer Infektion, also sei es jetzt bakterielle oder virale Infektion im Halsbereich, zum Beispiel ausgelöst durch Viren oder durch Streptokokken, ist es auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass man dem Körper Zeit gibt, sich richtig auszuruhen und auszuheilen, weil sonst kann es zu ernsthaften Komplikationen kommen, sei es jetzt nun mal betreffend die Niere, Herzen oder auch Gelenke. Sie hat mir auch eben was erzählt, also eher im Vertrauen hatte ich den Eindruck, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, wie das einzuschätzen ist.
Ja, der Vater hätte irgendwie angedroht, sie ins Internat zu geben, was? Wenn sie jetzt nicht irgendwie mal was zu Ende macht und sich anstrengt und bemüht und so. Also ich hatte schon den Eindruck, dass sie das ganz schön unter Druck gesetzt hat. Was? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also mein Mann ist eigentlich nicht so von der Art. Der ist eigentlich immer, hat immer die Kontrolle. Moment mal, ist sie das? Mia? Ach du je. Mia, was machst du denn da auf dem Boden? Mia, Mia. Hey, guck mal, deine Mama ist auch da. Was ist passiert? Was machst du? Was hat sie denn da in den Augen? Also das hat sich jetzt aber ganz, komm, wir bringen nicht erlegen, wir legen sie erst mal, entwickelt. Das wir legen sie erst mal kurz einmal hoch, dann können wir sie auch besser untersuchen. Mia, komm. Schatz, Schatz. Hast du eben noch hier Sport gemacht? Oder was hast du am Boden? Die ist aber echt mega ehrgeizig. Einmal wieder hin. So, einmal richtig ins Bett legen. Und dann muss ich dich erstmal genauer anschauen, zeig mal. Guckst du mich mal bitte an? Ja, das sind ja schon Rötungen eindeutig. Das sieht ja aus wie beginnende Lidödeme, ne? Da tut nichts weh, ne? Da ist so erstmal nichts. Gut. Blasenbereich, wie ist es da? Alles gut. Pipi machen hatte eben gut geklappt, so wir haben ja nochmal Urin. Au! Da tut's mir, okay. Da auch nochmal. Setz dich nochmal bitte einmal auf. Ich will nochmal gucken. So, nachdem ich sie dann gesehen habe mit den Lidödemen und den Schmerzen im Bereich der Nieren, habe ich schon an eine Komplikation gedacht und dass eben doch eine Entzündung der Nieren sich entwickelt hat und musste von daher die Diagnostik mit weiterführenden Laboruntersuchungen noch vorantreiben. Dafür lässt die Kinderärztin das Blut des Mädchens untersuchen. Die Ergebnisse liegen am Abend vor. Gerade rechtzeitig zu deren Besprechung kommt auch der völlig gestresste Vater der 12-Jährigen dazu. Er hat bis gerade noch gearbeitet. Es handelt sich um ein sogenanntes nephritisches Syndrom. Und zwar ist das ausgelöst worden letztendlich durch diese Streptokokkeninfektion, die sie vor einigen Wochen hatte. Wenn man ein ausgeprägtes nephritisches Syndrom hat, was sich eben durch Entzündungsreaktionen im Bereich der Niere mit Schwellungen, mit Blut im Urin, mit Bluthochdruck und so weiter zeigt, wenn das nicht behandelt wird und nicht ausreichend behandelt wird, dann kann es unter Umständen schon auch bis hin zu einem Nierenversagen führen. Das heißt, es ist hier schon wichtig, frühzeitig die Diagnose zu stellen und eben auch entsprechend und lang genug zu behandeln. Wir müssen natürlich jetzt die Nierenwerte und so weiter im Verlauf die nächsten Tage und die Entzündungswerte immer regelmäßig kontrollieren. Aber im Normalfall ist das gut zu behandeln, dass also es eben keine Spätkomplikationen gibt und dass es auch keine Nierenschädigung langfristig ich glaube, dann gibt. Noch ein bisschen ne? was anderes, hat sie mir nämlich vorhin erzählt. Ne? Ach so, ja. Schatz, erzählt worden, dass sie mir gesagt hätte, sie hätte Angst, ins Internat zu kommen. Nee, wieso das denn? Ja, und deswegen wäre sie auch mit sportlich so und sie müsste unbedingt jetzt den Gürtel machen im Taekwondo. Und ja, weil du wohl gesagt hättest, sonst würde sie ins Internat kommen. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber ist gesagt worden. Ich verstehe jetzt gar nicht. Ja. Können Sie sich nicht erinnern? Vorletzte Woche, da habe ich doch nicht alles abgespült, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht und den Gürtel da, den Termin da schon wieder verschoben. Ach so, Moment. Was war denn da? Da war ich noch nicht zu Hause. Ja, da war wieder so ein Stress auf der Arbeit. Aber das war doch gar nicht so gemeint. Also ich meine, ich habe das nur so dahin gesagt. Aber sowas kannst du doch nicht sagen. Sie nimmt das doch ernst. Ja, aber ich muss doch so viele Überstunden machen. Und ich meine, ich will ja beruflich weiterkommen, aber ja, aber die Maus das war doch nur einfach im Stress. Das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Komm, also wirklich, ich würde dich niemals wegschicken. Egal, was du machst. Ja, also ehrlich. Es ist immer schwierig, so eine Balance hinzukriegen zwischen Karriere und Familie und Entspannung. Das muss natürlich jeder für sich selber finden. Aber in dem Fall konnten wir sehen, dass der Vater von mir deutlich zu viel arbeitete. Und ich glaube, das ist dem jetzt auch eine Lehre gewesen. Und ob, der 40-Jährige hat versprochen, künftig weniger zu arbeiten und seinen Stress nicht mit nach Hause zu nehmen. Die 12-Jährige hat ihrem Papa schnell verziehen. Ihre Nierenentzündung war dank eines Antibiotikums schnell überwunden. Und mittlerweile hat die kleine Kampfsportlerin ganz ohne Druck den orangenen Gürtel in Taekwondo gemacht.